Willkommen zurück. Wir sind's wieder. Let's Learn to Play Folge. Das war Klingonisch. Für 24, glaube ich. Wir spielen Pokémon Schwert mit unserem Charakter Vincent. Hier, mal Nase kraulen. Wenn du jetzt die Schulter nicht bewegen würdest oder den Körper und nur den Kopf hin und her bewegst. Das kann ich nicht. Noch Ich auch nicht. nicht. Okay. Doch jetzt, guck Jetzt mal. geht's weiter. Wir haben gerade den dritten Arena-Leiter besiegt. Ich habe jetzt schon wieder. Nee, er heißt Cabo. Ich habe fast jetzt schon vergessen, wie er heißt. Und sind jetzt wieder in der Naturzone. Wahrscheinlich wird das jetzt eine Folge, in der wir ein bisschen weiter die Naturzone erkunden, Ach, wo wir das hatte letztes ich Mal gar ein bisschen nicht durchgerusht vor. sind. Das hatte ich jetzt nicht so unbedingt vor. Ich wollte Ja, zwar bis Pokémon dahin fangen halt. gehen und dann aber schon dahin nach Claw City Ja, aber wir erstmal können ja in der rein. ganzen Naturzone noch Pokémon fangen, die wir noch nicht haben. Das war viel zu langweilig für die Zuschauer. Du musst Deswegen auch ein ist das bisschen auch Unterhaltung eine mit. 20-Minuten-Folge. Ich will aber schon mal. Oh, haben wir den? Nein, Weiterentwicklung. Oh, da sind wir, hast du gesehen? Schade. Das war witzig. Du kannst Plus drücken in der Mitte, dann hast du Fahrrad und kannst in der Naturzone mehr im Fahrrad fahren. Nein, dann könnte man Sachen verpassen. Da hinten auf dem Berg zum Beispiel waren wir noch nicht. Nee, mal gucken. Hier ist, war doch was. Da war doch was, wenn ich. Ah, 50 Watt. Das muss mir mal einer erklären, was das für ein Unsinn ist mit diesem Watt-Ding. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Die? Weiterentwicklung. Das sind auch Weiterentwicklungen. Aber du kannst gegen die auch kämpfen, um zu kämpfen. Da ist ein Duflor. Darf ich? Ja, Nein. kannst du machen. Ist zwar eine Weiterentwicklung, aber die kannst du fangen, weil da brauchen wir zwei von. Pflanze. Elektroattacken bringt da nicht viel. Wobei jetzt Elektroattacken gerade ein bisschen mehr bringen, weil wir dieses Elektrofeld um uns herum haben durch den Regen und das Gewitter. Wir hatten vorhin übrigens schon kurzfristig drei Zuschauer. Dann haben die aber wieder abgeschaltet, weil wir zu langweilig Jetzt haben sind. wir nur noch einen. Also uns. Aber ich glaube, wir haben einen neuen Follower. Nein, zu ihnen? Vermutlich, wir haben jetzt acht, die uns folgen. Hat nicht viel gebracht. Ich muss die gleich mal wieder sortieren. Ich Luke. kann die Naturzone nutzen, um die, die noch nicht auf 30 sind, mal auf 30 zu kriegen. Ja, und wir müssen wahrscheinlich, also für den nächsten Arena-Leiter wahrscheinlich alle die, die wir benutzen wollen, auf 35 kriegen. Dann hat sich nämlich Kikalo auch weiterentwickelt. Oder 36, ganz von den Vor beiden allen Level. Dingen bin ich im Überlegen, ob ich jetzt auch mal die Gunst der Stunde nutze. Können wir doch vielleicht mal gucken, ob wir noch was austauschen. Ja, genau, das will mal, ob wir jetzt einfach, wenn du sagst, ist es eh nur so eine Füllerfolge. Ist so eine kleine Füllerfolge. Ich wollte ja sowieso irgendwann meine ruhige, Ach große so, ich habe Folge machen. es getötet aus Ja, ist ja nicht Versehen. schlimm. Dass wir das jetzt mal eben machen können. Und dann können wir immer noch das nächste Mal in der Jetzt Naturzone tausche wissen. erstmal die Pokémon so, wie du, welches du jetzt trainieren möchtest. Ja, deswegen, ich wollte es. Warte mal, ich will mal einen Platz Da geben, wo das ich es Kleine nicht hättest so. du fangen können. Das hier. Nämlich die Vorentwicklung von dieser kleinen, Das ist ja von sehr dieser großen Katze. niedlich. Ja. Ja, das ist kein Pflanzen-Pokémon. Da kann die Elektro-Attacken was bringen. Ich will nämlich richtig in die Vollen gehen. Oh, wir müssten irgendwann mal umstellen. Ich muss mir da irgendwie einen Scheiße. Reminder machen. Wir haben jetzt nichts groß verpasst. Nein, ich hab's aus Versehen getötet mit Feuer, Ach, du Fliegen. Deppline. So viel zum Thema Fangen. Ich gehe da aber mal raus, sonst werde ich. Ich will mal eben ganz kurz jetzt mal eben Ruhe haben. So. Also, Folgendes möchte ich nämlich machen. Wo sehe ich denn die PC-Box? War. So, ich möchte mal kurz Wasser. Das ist ein Wasser-Pokémon. Das ist Gesteinwasser.
Das ist reines Wasser und ist auf Level 4. Hallo, zwei Zuschauer. Und das ist auf Level 22 und das ist auf Level 4. Du willst jetzt keins davon mitnehmen, oder? Doch, wir müssen ein Wasser-Pokémon haben. Es tut mir leid, Schatz. Wofür? Wir müssen die wir haben Elemente aber, abdecken. Wir haben aber kein Wasser-Pokémon, was attraktiv ist zum Benutzen. Wieso ist denn das eine nicht attraktiv für dich? Warum gehe ich eigentlich Box? Nach oben, wenn du in die andere Box willst. Und dann genau dahin. Okay. Hier steht es. Saius Ren FPS folgt dir. Sehr schön. Das Willkommen freut uns. Team. Willkommen im Club. Kapato garantiert nicht. Ja, wobei, welches Level hat das eigentlich? Ist Carpador? Ja. 9. Oh Gott. Vergiss es. Also ich wobei, wir könnten wirklich einen Carpador mitnehmen und das auf Level 30 trainieren, dann hätten wir einen Garados. Schon bei Level 30 oder was? Hm. Ist es voll entwickelt. War das 30 oder 20? Das muss ich jetzt mal bei Bisa-Fans nachschauen. Also ich fände halt sowas, was er auch 2 hat und gar nicht so dumm. Ich finde das gut. Ich würde das gerne mit aufnehmen, um ich diese Attacke. Ich finde das aber kacke. Das ja. Pokémon ist kacke. Ja gut, aber wenn es ein besseres kommt, kannst du es ja wieder austauschen. Okay, aber haben wir nicht 3 Pokémon, die du entscheidest? Pikachu, Kikalo und Pampam? Nee, Pikachu kannst du ja rausfliegen, habe ich dir schon gesagt. Ah, jetzt doch. Ja. Und du hast nämlich die 3 falschen auserzählt. Du hast Kikalo, Pampam und Toxel. Oder dieses Schalios. Ja, aber dann ist doch das Pikachu, das Chimsticks und das Sorokex sind meine Entscheidungen. Und das Sorokex ist eigentlich schon für dich. Ja, aber wir hatten eigentlich gesagt, wir brauchen jede Entwicklung und müssen die trainieren. Wir haben, wenn wir was Besseres haben. Level 20 sogar. Ja, dann mach. Sollen wir, willst du das machen? Ja, dann machen wir das. Ist nur ein Vorschlag. Garados ist relativ gut. Dafür kannst du vorher mit dem Carpador nicht viel anfangen. Ach so, nee, doch. Ja, dann Sorokex. Das ja, Toxel würde ich ehrlich gesagt dabei behalten. Ja, oder Pikachu oder Chimpex. Nee, Chimsticks heißt es immer noch, würde ich nicht machen. Wir haben sonst kein Pflanzen-Pokémon. Also Sorokex, weil wir haben das so ähnlich wie Pampam. Jo. Weil ohne Pikachu haben wir kein Elektro. Das Traurige ist ja, eigentlich bräuchten wir Pampam jetzt gerade nicht, weil es ein Kampf-Pokémon ist, aber es wird zu einem Unlicht-Pokémon, wenn es sich weiterentwickelt. Mhm. Ich frage mich nur, wann. Das könnte ich mal noch nachgucken. Mach das. Achso, und jetzt muss ich die nur noch eben tauschen. Ich will den hier mal trainieren, also kommt der nach oben. Kikero Pampam Shimsticks. Oh! Kikado ist nur paralysiert, das ändere ich kurz. Ernsthaft? Ja. Hm? 32. Hm. Aber auf Pampam haben wir uns festgelegt, ne? Hm. Okay. Du kannst hier rein theoretisch auch mit Chimsticks kämpfen, ne? Hier sind ja auch Wasser-Pokémon. Das heißt, den könntest du nach vorne bewegen. Mach, ich bin doch gerade dabei, Schatz. Ich würde den nach ganz vorne erstmal legen. Nee, ich wollte Toxel, weil der ja vom Level her noch am niedrigsten ist. Und der wird ja eh durch den EP-Teiler mitgelevelt, ja, das Carpador. Bewegen und den muss ich als drittes, weil der dann... Der ist auch gegen die Wasser-Pokémon, die hier rumlaufen, diese kleinen... Ist ja gut, dann mach den ja zweit, weil ich will erstmal die anderen Pokémon auch auf 30 bringen, verstehst du? Ja, ist doch okay. Ich hab's doch verstanden. Ich oh, jetzt ist Chimsex zu weit unten. Das ist egal. Nee, dann, ich will den ja... Das ist hier schon in Ordnung. Hast es jetzt? Ja. Ich habe Ordnung. So. Ich will erstmal nach da hinten.
Das nächste Mal bist du hier in der Naturzone und kannst ja auch fangen, was du möchtest. Das ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung, oder? Nicht anscheinend. Willst du es probieren? Ja, komm, wir probieren es mal. Mal gucken, den hier? Ja, komm. Oh Gott. Ich vermute, das ist die dritte Entwicklung von diesem Vogel-Pokémon. Das ist so unsinnig. Welchem Level? Das kannst du ganz flüchten. Den kriegen wir nicht klein. Flucht gescheitert. Flucht. Ja. Flucht gescheitert, Schatz. Dann nimm mal Kikalo. Vor allen Dingen hier ist nirgendwo, wo wir müssen ganz auf die andere Seite, um uns wieder zu kaufen, ja, und zu heilen. Dann Nitro-Ladung. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon tot. Oh. Na, erstmal noch verwirrt. Wenn wir gekriegt haben? Nee. Na doch. Doch. Manchmal klappt das nämlich. Wunderbar. Nix. Das ist die stärkste Attacke. Steht sogar sehr effektiv drauf. Ich weiß, weil es ein Stahl-Pokémon ist. Jetzt kann ich keine Dynamax-Attacke machen, weißt du? Jetzt sind wir tot. Soll ich ihn beleben? Nee, aber guck mal, jetzt nicht selber. Nochmal Flucht probieren? Ja. So, heilen. Warte mal. Ja, dann muss ich. Da oder wir können, glaube ich, da hinten wieder rum. Also da hinten über die Brücke. Ja, ist aber trotzdem ein Riesenweg. Darf ich jetzt doch nochmal trinken und so einsetzen? Ja, ausnahmsweise. Das ja nachkaufen. Wir haben jetzt ziemlich viel. Ja, aber ich will mit dem Zeug shoppen. Ja, was denn? Kleidung. Nee. Garantiert nicht. Hier wird keine unnütze Kleidung gekauft. Du weißt ja genau, irgendwann, wenn du auf dich warten lässt, wenn ich den Stream vorbereite, haben wir danach ein fesches Outfit. Wer dir? Ich kriege dieses. Wer mit. Einfach so drei Gegengift kauft. Ey, Schatz, ernsthaft. Muss ich nicht beschweren. Ich habe Publikum gehabt, ich müsste dem was bieten. Ja, der heilt nur 20, das steht auch da. Ich dachte, das reicht. Ja, das reicht. So, es sieht doch jetzt wieder erst auf die richtige Reihenfolge. Alles ist gut. Entschuldigung. Kannst du eigentlich noch mehr eingefallen sitzen? Nee. Ah. Ein Bronzel. Könntest du fangen. Das da? Ja. Das ist auch ein Nebulak. Also wir können jetzt hier ein bisschen fangen. Er hat schon wieder gedacht, wow, es ist sehr stark. Oh Gott. Scheiße, das macht keinen Sinn. Das macht auch so keinen Spaß. Wow, das ist wirklich sehr klar. Ganz ehrlich. Mach mal Kampf. Säure? Ja, ja. Wenn das jetzt Toxel besiegt, dann nehmen wir Kikalo, weil das ist Nitro-Ladung, das ist Stahl. Das ist nicht sehr effektiv. Also hat das jetzt schon Säure eingesetzt oder was? Nee, mach's einfach nochmal. Genau. Das wird jetzt draufgehen. Das passiert, der macht gar nichts. Das hat keine Wirkung auf das Vieh, okay. Und jetzt nehmen wir nämlich Kikalo und machen Nitro-Ladung. Dann machen wir bestimmt ein bisschen Schaden. Warum habe ich den nochmal so weit unten reingepackt? Weil wir ja eigentlich andere trainieren wollten. Aber ganz ehrlich, Schatz, dann macht das, dann muss ich doch noch stärker werden. Dann kann ich die Natur so im Ende noch vergessen. Nee, dann können wir die wirklich gerade vergessen. Das macht doch keinen Spaß, wenn ich da gegen Level 37 Pokémon. Ich kann es jetzt mal probieren, aber. Wir können es vor allem nicht fangen, ne?
Doch, bis, ach nee, bis Level 35 nur, ne? Genau. Ja, dann ist das ja vollkommen sinnlos hier. Ja, doch, Training. Oh, Piccolo ist so gut, ey. Der ist 6 Level über. Also, Nitro-Ladung werden wir niemals nicht dabei haben, oder? Den werden wir immer beihalten. Ja, natürlich. Das wäre dämlich, wenn nicht. Die tausche ich auch nicht aus, die Attacke. Wenn wir die nächste Feuerattacke tauschen, mal Glut aus, würde ich sagen. Bitte. Die hab ich auch so. Guck mal, Kappato. So, ich würde sagen, dann fahren wir aber jetzt zu dieser Heiltante. Wir nehmen jetzt das Fahrrad und fahren da diesen Weg. Was muss ich drücken? So, aus dem Grab vielleicht raus. Sorry. Haben wir das? Ja. So. Da ist auch Pikachu die falsche Figur für. Weil Boden absorbiert Elektrizität. So, und jetzt. Ja. Ich kann dich nicht durch. No fun, ne? Ich kann dich nicht durch Gras fahren. So, über die Brücke. Klar, ein Stalos. Ich glaube, hier ist es wieder ein bisschen zu. Nee, noch nicht. Also, wir können gerne andere Regionen mal. Gucken in der Natur zu vielleicht. A. Nein. Drück doch einfach, halt's mal. Ja, passiert doch nichts. Müsste aber eigentlich. Nö, passiert nichts. Darf ich kurz was gucken? Bitteschön. Ah. Ob hier am Anfang der Region die Pokémon ein bisschen schwächer sind? Schatz, du fährst doch falsch. Ich suche die Höhle, diesen Eingang. Ja, da der oben, mein Gott. Ja, ich wollte mich orientieren. Ich wusste doch schon, wohin. Nein, Schatz. Der Typ da, nee, der war stand da auch vorher schon, ne? Nee, aber erstmal müssen wir hier was tun. So. Sprich mit mir! Wie so ein Bulli, ne? Ja, wer hat deine Schuhe? Oder den Mund offen. Hier kann man sich den Großeltern zeigen. Roboter. Hier kann ich helfen. Wie laden? Ach, hier können wir Sachen kaufen. Attacken. Ah, okay. Ja, brauchen wir ehrlich gerade nicht. Aber gut zu wissen, dass dieses W doch irgendwas bringt. Jetzt hat sich das erklärt, muss mir keiner mehr erklären. Ach, scheiße, Entschuldigung. Warte, ich warte, was? Rotombrelli, Farbe ändern. Rotombrad verbessern. Am Ende dann Rotombrelli schneller auf. Dafür bräuchte ich nur 1000 Watt. Die haben wir noch nicht. Nein. So. Ich würde sagen, hier machen wir Ende und fangen das nächste Mal hier nochmal an. Dann laufe ich hier nochmal durch die. Dann Natur haben wir aber nur eine 18-Minuten-Folge. Ja, ab 18:20 Uhr. Entschuldigung. Doch, wir können auch wenigstens testen, ob die Pokémon hier ein bisschen schwächer sind. Okay, gut. Dann. Geh mal nach da, aber irgendwie ist es immer noch ein Onix. Dreh. Da. Das ist ein Bärmchen. Das ist ein Onix. Bam, 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 bam. Ja. Er meckert auf jeden Fall vorher nicht mehr. Nee, es wird 26. Ich hab nichts. Muss das Pokémon wechseln. Chimsticks wäre sinnvoll, tut dem aber sehr weh. Die Pflanzenattacken. Genauso wie unsere Kampfattacken. Ich habe gerade geregelt, Onix setzt Flucht ein, deswegen habe ich so doof geguckt. Ne? Für alle die jetzt sich gewundert haben, warum guckt ihr so blöd. Hast du jetzt die stärkste Attacke von ihm angewendet? Ich weiß, was ich tue. Ja, mich guckst du immer böse an. Ständig werde ich von dir angestaut und geschlagen. Wo kommt denn das jetzt her? Was kommt was her? Die Paralyse.
Von ihm? Der hätte jetzt auch einen super Trank, super Ball annehmen. Toll. Normalerweise darf ich sowas nicht. Ah! Du willst das Onix im gelben Bereich fangen. Langsam wird es Zeit in diesem Levelbereich, dass wir Superbälle benutzen müssen, viel mehr. Wenn es jetzt nicht drin bleibt, musst du es noch weiter runterarbeiten. Mhm. Das war immer noch. Du hast die Leidenschaft verloren. Jetzt haben wir wenigstens noch eins. Noch ein Level, Pam Pam. Oh, das ist kein Pam Pam mehr. Dann wird es zu einem dicken Vieh. Wenn es sich durch die Erde gräbt, nimmt es viele harte Gegenstände auf, die seinem Körper erhärten. Was war das denn? Keine Ahnung. Willst du es haben? Nee. So, dann würde ich sagen... Aber dann hatte ich recht, hier sind die besser. Wir speichern. Ja. Ich gehe nochmal schnell nach oben. Oh. Funkel, Funkel. Funkel, Funkel. Ein Pokéball. So. Dann gehen wir nochmal auf groß. Ihr seht, wie meine Frau da sitzt. Keine Haltung im Körper. Nee, gerade nicht. Nicht um diese Uhrzeit. Nicht nach 10 Stunden arbeiten. Jo. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch. Und wir sehen uns dann tschüss, in der nächsten Folge. Tschüss, bis bald.